Bereit zur Rettung Auroras? Fox hat eine Aufnahme von seiner Quelle erhalten. Ich bin nicht sicher, aber vielleicht hilft es uns. Was ist drauf? Spielen Sie es ab. Passen Sie auf sich auf. Darauf können Sie sich verlassen. Nicht viel Zeit. Einer von Walkers Männern, einer der Wolves. Ja. Walker hat ihn verprügelt. Heftig. Andere wurden getötet. Ich weiß nicht, ob es Deserteure oder Verräter waren. Ich weiß nicht, warum Walker das getan hat. Dieser Wolf, er weiß etwas. Bestimmt. Er wurde am antiken Hafen gesehen. Ihr müsst euch beeilen. Bitte. Hättest du gedacht, dass es mal so endet, als Sentinel auftauchte?
sterben. Ich will noch nicht sterben. Na, du siehst ja freundlich aus. Läufst du vor jemandem weg oder hinter jemandem her? Lach du ruhig. Hast du dich mal mit diesem Hurensohn Walker angelegt? Vor ein paar Wochen hat er ein paar von uns bei Regelverstößen erwischt. Kennt ihr schon den Witz? Die mit dem Rotkäppchen, wo sie in den Wald geht. Aber dieses Mal hat sie das Märchen schon gelesen und deshalb hat sie eine richtig, richtig große Wumme dabei. Sie geht zu Großmutters Haus und Überraschung, der große böse Wolf schnappt sie und sagt: Jetzt hab ich dich und bumst dich die ganze Nacht. Oh ja, und wie? Aber Rotkäppchen zieht ihre Knarre, zieht ihren Rock hoch und sie sagt: Von wem? Du wirst mich lecken mit deiner großen Zunge. Gottverdammt! Achtung! Habt ihr euren Spaß? Wolves! Die Elite! Die Besten der Besten! Und jetzt seht euch an. Ihr trinkt, verbrüdert euch mit Zivilisten! Und was ist mit dir, du mieses Stück Scheiße? Du hast dieser Frau deine Waffe gegeben. Wir wollten nur mal abschalten, Sir. Oh, Scheiße. Tut mir leid. Wie konnte ich euch nur beim wohlverdienten Abschalten stören? Die Pistole ist nicht geladen, Sir. Also ich muss ja sagen, mir kommt sie doch ziemlich geladen vor. Was denkt ihr? Denkt ihr, ihr gehört zu meinen Wolves? Denkt ihr, ihr gehört auf mein Schlachtfeld? Wir werden sehen. Ich dachte, ich wäre schnell. Aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell ist. Wenn ich nicht geflohen wäre, wäre ich jetzt tot. Wie die anderen. Schätze, du hast noch mal Glück gehabt. Hat trotzdem wehgetan. Nach diesem Vorfall ist er umgezogen. Walker hat sehr klare Vorstellungen davon, wie ein amerikanischer Soldat zu sein hat. Aber das kann nicht dein einziges Problem mit ihm sein. Was hat Walker vor? Du findest Antworten in der Einsatzbasis der Wolves. Sie heißt Shark Base. Sieh dich im Süden danach um. Ich sag's dir nur, damit meine Freunde dich nicht jagen müssen.
Viel Spaß beim Sterben. Hey, nerven Sie mich nicht. Okay.
Jetzt, ich lauf los! Unter Beschuss! Feuerschutz! Ich rücke vor! Greife Ziel an! Getroffen! Bedrohung getroffen! Ein U-Boot. Ich lauf los!
jetzt, ich lauf los!
Ja! Stellst du dir je vor, wie es noch sein könnte? Sie gehören zur Spezialeinheit. Vorsicht, ich kenne mich auch ganz gut aus. Alles okay?
Hey, Superhirn. Ich schätze, Sie wussten nichts von Walkers U-Boot. Ein U-Boot? Das klingt nicht gut. Fox hat eine neue Datei von seiner Quelle. Sie heißt Nucleus. Langsam werde ich echt neugierig auf unseren Informanten. Die Datei enthält eine Analyse darüber, was passiert, wenn bestimmte Politiker getötet werden oder Katastrophen bestimmte Gebiete treffen. Walkers Plan beginnt mit dem U-Boot, von dem ihre Drohnen starten. Dann verrichten die Drohnen ihr tödliches Werk. Das ist seine Zielvorgabe. Mir war das Ausmaß seiner Pläne nicht klar. Ich dachte, sie setzen sie auf nationaler Ebene ein, aber global? Und das dank meiner Arbeit. Hey, Superhirn. Sie wollten nur helfen. Und habe das Gegenteil bewirkt. Aber wir haben das Programm und vielleicht noch genug Zeit, um das U-Boot zu stoppen. Das Programm bringt nichts, wenn wir den Virus nicht hochladen können. Und die Quelle von Fox? Wir wissen, dass diese Person Zugang hat. Fox muss sie uns vorstellen. Ich weiß nicht, wo Fox ist, aber ich habe dieses Video gefunden und ich glaube, ich weiß, wer es geschickt hat. Miss Puri. Sie haben doch sicher eine Ahnung, wohin Mr. Skell sich verzogen hat. Ich versichere Ihnen, Mr. Stone, ich habe keine Ahnung. Dieser Archipel ist groß. Er hat viele Freunde, er könnte buchstäblich überall sein. Sind seine Freunde Ihre Freunde? Gibt's hier ein Problem, Stone? Oh, hallo, Colonel. Cole. Miss Puri hat mir gerade erklärt, dass wir, um Jay Skell zu finden, Wohnungen durchsuchen und die Leute mitten in der Nacht aus ihren Häusern auf die Straße zerren müssen. Ist doch genau ihr Fachgebiet. Wissen Sie, was Ihr Problem ist, Stone? Ihnen fehlt Eleganz. Nun, wieso beglücken Sie uns denn nicht mit Ihrer taktischen Finesse? Wie finden wir ihn, diesen... Wie finden wir ihn, diesen... Jay Skell? Wie wär's mit psychologischer Kriegsführung? Vielleicht kann Ihnen ja Miss Puri hier sogar behilflich dabei sein. Dann warten wir ab, wer Jay Skell verrät, und dann kann Ihre... kleine Privatpolizei ihn einfach einsammeln. Denken Sie, das wäre im Rahmen Ihrer Möglichkeiten, Stone? Die Schlacht um die Herzen. Sehr überzeugend. Und alle sagen, Jay Skell wäre das Genie. Okay, Colonel, ich kümmere mich darum. Tja, Sie bewegen sich auf dünnem Eis, Ayana. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Nicht? Die Zeit wird kommen, wo Sie sich entscheiden müssen zwischen Freundschaft und Überleben. Mann, oh Mann. Bin ich gespannt, wie Sie sich entscheiden. Sieht nach Ärger im Paradies aus. Sie sagten, Sie wüssten, wer es geschickt hat? Ja. Ayana Puri, natürlich. Sie hat versucht, es zu verheimlichen. Geheimes E-Mail-Konto, verschlüsselter Absender und alles, was dazugehört. Süß. Wirklich. Verschlüsselung war noch nie Ayanas Fachgebiet. Sie ist es. Sie ist die Quelle. Sie hat von Anfang an die Videos geschickt. Sie versucht uns von der anderen Seite aus zu helfen. Ich hätte ihr vertrauen sollen. Sie und Fox, sie stehen sich nah. Er wollte ihre Identität schützen. Sie steckt in Schwierigkeiten und Fox versucht zu helfen. Er wusste, dass wir ihr nicht trauen.
Ach, Fox. Das könnte ihn ins Grab bringen. Sicher sucht Fox bei Skull and West nach Ayana. Ich muss Fox folgen und sie beide retten. Arbeiten Sie weiter an dem Virus, Superhirn. Die Zeit läuft uns davon.